Jetzt geht's los mit Rhein-Main-Szene. Ab der ersten Minute war ich tatsächlich einfach gefangen von Heath Ledger. Heath Ledger ist brillant in diesem Film. Deswegen habe ich ja auch quasi sein Make-up übernommen. An meiner Seite sitzt To Kühne. Ja, machen wir es mal andersrum. Stell dich doch mal selbst vor, bevor ich was sage. Schönen guten Abend. Guten Tag, wird mir gesendet. Abends, also schönen aber auch Abend. Mal morgens, also bitte. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Nein, mein Name ist To Kühne, ich bin 45 Jahre alt, Fotograf und Maler aus Frankfurt. Nicht nur das, sondern auch Selbstdarsteller mit einer guten Portion Kreativität. Ob als Joker oder sogar als Darsteller in einem Werbespot mit Lukas Podolski. To ist total außergewöhnlich. Du machst eine Vernissage heute mit der Überschrift Die Kunst, sich selbst zu lieben. Das ist eine Ausstellungsreihe, die ich jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren mache. Und die heißt nicht nur Die Kunst, sich selbst zu lieben, sondern der komplette Titel ist eigentlich Die Kunst, sich selbst zu lieben und ein, zwei andere vielleicht. Intention zu diesem Thema ist eigentlich ein ernster, auch wenn meine Bilder nicht so aussehen. Ich bin seit meinem 14. Lebensjahr Buddhist. Und Buddha sagt, du musst den Buddha in dir selber finden. Und ich glaube, das ist aber ein ganz großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben, grundsätzlich, dass die Menschen aufgehört haben, sich selber wertzuschätzen, sich selber zu lieben. Und naja, und ich habe dann halt irgendwann mal angefangen, mich zu fotografieren und mache das mit so einem, naja, selbstironischen Augenzwinkern und versuche die Leute damit zu unterhalten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bin ich froh, wenn jemand tatsächlich nachfragt und sich Gedanken darüber macht, wie es denn sein kann, dass ein übergewichtiger Mann mit Tätowierung sich sexy auf den Bauch schreibt und auf einmal sagt, fangt wieder an, euch zu lieben. Wenn ich das kann, dann müsst ihr das doch auch können. Wie muss man das, plakative Beispiele, woran merkst du, dass du dich selbst liebst, in welchen Momenten im Leben? Nein, es geht darum, dass ich mich sehr wertschätze, dass ich weiß, was ich wert bin. Dass ich selbstbewusst bin vielleicht, einfach beziehungsweise ich weiß, wer ich bin. Ich glaube, dass ich mir selber relativ nah bin, mich selber gefunden habe. Und ja. Das sagt man immer so, die einen leben dafür, von anderen Komplimente zu bekommen, die anderen wissen für sich selbst, hey, ich liebe mich so, wie ich bin, das akzeptiere ich. Es gibt ja auch keinen anderen. Das ist ja genau der Punkt. Die anderen leben davon, Komplimente zu bekommen. Die sind so weit weg von sich selber, weil sie darauf angewiesen sind oder hoffen, von anderen Komplimente zu bekommen. Ich brauche nicht von anderen Menschen Komplimente. Ich bin meine Instanz. Ich bin als erstes meine Instanz. Und wie nah ist es trotzdem beieinander? Dieses mal, zum Beispiel, wenn er sagt, das Bild ist toll, tolle Idee, tolle kreative Idee dahinter. Das tut ja auch gut. Und trotzdem, natürlich quasi selbst Freude zu sein. Es macht Freude, natürlich macht es Freude, wenn ich Zuspruch kriege, wenn Leuten meine Bilder gefallen, wenn ich sie unterhalte. Aber ich mache es nicht deswegen. Und das Lebenselixier, weil jetzt würde man sagen, okay, wie verdienst du dein Geld sozusagen? Durch die Bilder, durch die Ausstellung, dass Leute die auch kaufen oder ist es völlig unabhängig? Aber das ist ja auch so ein Teufelskreis fast schon auf dieser Welt. Ja? Andererseits will man irgendwie gut leben. Das ja, macht interessanter, man ja, ja. Interessanterweise, also lebe ich von der Fotografie. Und ich lebe auch von Ausstellungen, ja, deswegen habe ich ja auch immer so ein Merchandising-Paket, also ich bin auch schon sehr marketingorientiert, muss man sagen, weil ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe, das ist das, was ich machen möchte, davon möchte ich leben, also muss man die Entscheidung treffen, so sich selber zu vermarkten. Da habe ich mich selber zur Marke einfach nochmal gemacht, ja, eben in Form von Bildern und sonst irgendwas, aber ein großer Teil ist auch Menschen, die Bilder sehen und sagen, Mensch, so würde ich mich auch gerne mal. Ich würde auch gerne mal jemand von der Addams Family sein oder ich würde auch gerne mal der Joker von Batman sein oder sonst irgendwas. Kannst du das machen? Und dann kriege ich halt Auftragsarbeiten in diese Richtung. Ich mache auch ganz normale, Anführungsstrichen normale Fotografie. Lustigerweise aber auch von Menschen, die sagen, wir haben das typische Fotografie-Ding einfach satt und du sprichst eine andere Bildsprache. Selbst in deinen normalen People-Fotografie sprichst du eine andere Bildsprache. Thank you.
hast eben das Beispiel genannt mit dem Joker zum Beispiel. Vielleicht dazu ein, zwei Sätze. Wie kam es zu diesem Motiv? Warum dieses Motiv? Und was hast du dabei gedacht? Ich war schon immer großer Comic-Fan. Und ich habe diesen Batman, den letzten jetzt mit Heath Ledger, ich wollte den nie wirklich sehen. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich alles, wo ein großes Brimborium drumherum gemacht wird, ist mir erstmal so suspekt. Und dann lief er im Fernsehen. Ich habe gesagt, naja, jetzt guckst du ihn halt mal an. Und ab der ersten Minute war ich tatsächlich einfach gefangen von Heath Ledger. Und vor allen Dingen war das der erste von dieser Batman-Reihe, wo der Gute auf einmal ein anderer gewesen ist, wo man auf einmal Sympathien für den Bösen hatte in diesem kompletten Film und so ein bisschen umgedreht war. Und Heath Ledger ist brillant in diesem Film. Deswegen habe ich ja auch quasi sein Make-up übernommen und nicht das, ich bin großer Jack Nicholson-Fan, also das ist für mich einer der größten. Hätte ich ja auch das Make-up von ihm nehmen können. Nein, ich habe es von Heath Ledger genommen, weil ich ihn wirklich imposanter fand in diesem Film einfach, ja. Was macht diese Brillanz aus in diesem Film? Wie kann man das mal beschreiben? Auch als Zuschauer, sag das doch mal, Heath Ledger in dem Fall. Er lebt die Rolle. Er lebt die Rolle also voll und ganz. Ja. Ich nehme ihm jede Minute einfach irgendwie das ab. Ja. Fatal, dass er danach selbst gestorben ist. Ja, fatal. Ja, es gibt ja viele, die sagen, er ist wahrscheinlich während des Films gestorben, weil er so weit in dieser Rolle drin war. Also diese Vermutung gibt es ja, dass ihn das halt verrückt gemacht hat, was ich mir gut vorstellen kann. Ja. Also, Thors Kunst kreiert Welten. Du guckst ein Bild an und bist sofort weg. Es ist ein Stil, den man nicht alle Tage sieht und es ist sehr, sehr interessant und auch verführerisch gezeigt, ja. Man muss sich damit identifizieren, man muss sich das anschauen, man muss sich hineindenken in diese Kunst. Jetzt habe ich gerade mal ein paar verrückte Ideen, die mir in den Kopf kommen, gerade was Prominente betrifft und Fotografie. Beispiel, du würdest jetzt mit Karl Lagerfeld fotografiert werden müssen. Die Vorlage ist, ihr müsst beide nackt sein. Wovor hättest du am meisten Angst? Ich fände es super, ich hätte keine Angst. Egal wie. Ja? Was würde durch den Kopf gehen mit Karl Lagerfeld auf einem Foto, beide nackig? Ach, ich könnte mir eine romantische Szene mit Karl Lagerfeld als Adam und Eva vorstellen. Er mit offenen Haaren. Und mit einem Feigenblatt über seinen Brüsten und ich halt ein Feigenblatt vor meinem Geschlechtsteil. Geil. Okay, andere Frage. Der Papst ist gerade so getreten, der schöne Razzi. Wenn du den Razzi beim Fotoshooting jetzt nochmal in Szene setzen würdest, was würdest du mit dem machen? Oh, schwierig. Ich glaube, ich würde nennt man das Sutane, die Papstordonat, was er da trägt, irgendwie ein Camouflage machen, weil irgendwie mein Lieblingsname und Spitzname vom Papst war, ganz am Anfang, als er gewählt worden ist, von einer englischen Zeitung, der Panzerpapst. Okay, Camouflage, okay, nice. Du bist ja Frankfurter, du liebst Bornheim. Stell dir vor, Angela Merkel wäre in Frankfurt, du würdest sie ausführen müssen, wo würdest du mit ihr richtig abstürzen? Im Solzer. Und was würdest du hier stets alle 5 Minuten auf den Tisch stellen? Mistbildchen, Handkäse mit Musik und einen großen Bembel Apfelwein. Mal gucken, wie lange das durchhalten würde. Doch, ich glaube, die ist trinkfest. Was würdest du jedem empfehlen, der sich selbst irgendwie nicht liebt, sich selbst hasst, sich auszählt für sein Aussehen, für seine Art manchmal? Wie man da so ein ganz dringend was in seinem Leben ändern. Mithilfe von meinetwegen tatsächlich Freunden, Psychologen, Menschen, die ihm nahestehen. Was auch immer, das ist sehr individuell, der Weg, wie Menschen dahin finden können oder sollten. Was magst du an dir nicht? Schwer. Fällt mir jetzt nichts ein. Gut. Doch, ich kann dir eine Sache sagen, die mir wirklich, eigentlich nicht sehr privat, was ich jetzt erzähle. Nein, ich habe als Kind eine Augenoperation gehabt. Ich habe früher sehr geschielt. Ja. Ich bin als Kind sehr gehänselt worden diesbezüglich. Und wenn ich jetzt müde bin oder betrunken bin, dann rutscht mein eines Auge weg und dann schiele ich. Das merke ich selber nicht. Aber das ist komischerweise was mir peinlich ist und was irgendwie tief in mir drin sitzt und was ich nicht mag. Okay, dann würde ich sagen, trinken wir jetzt mal ein. Dann bedanke ich mich für das Interview. Sehr gerne. Alles Gute. Ich verfolge dich. Dankeschön. Thor Kühne.
Vielen Dank. Zuschauer. Wer Lust bekommen hat, sich selbst zu lieben und die Kunst von To Kühne zu bestaunen, die Ausstellung in Oberursel geht noch bis 29. März. Kussi und Bussi, wir sind gleich zurück und zwar auf der Tanzfläche.